Oh mein Gott, wir können kein Holz sparen. Bitte, beeilt euch. Macht schnell. Macht hinne. Nein. Ich glaube, wir schaffen es nicht. Ich glaube, wir sind Game Over, ihr Lieben. Nein, wir waren so nah dran. Wir waren so nah dran. Das gibt es. Bitte. Bitte, der hat doch schon Holz. Der muss es nur noch wegbringen. Oh, Hilfe. Beeilt euch. Bringt es, bringt es. 14 Holz, 14 Holz. Bringt es, bringt es. Wir haben noch einen Arbeitslosen, also noch einen Holzfäller in der Theorie. Das Problem dabei ist, eine Holzfällerhütte zu bauen, kostet Holz. Deswegen mache ich es nicht. Bringt es, 14 Holz, 14 Holz, 14 Holz, 14 Holz. 8 Holz. Ah. 16 Holz. Ja. 10 Holz. 18 Holz. Oh Gott, ich werde nicht mehr. Ah, scheiße. Und wir haben die Sonnenfinsternis fast geschafft. Ich will es schaffen. Das gibt's doch nicht. Bitte, bitte, bitte. 28 Holz. Margo, was machst du? Du gehst schlafen, natürlich. Jetzt gehst du schlafen. Ich würde es dir so gern verbieten. Ich würde dir so gern Schlaf verbieten. Ich verbiete euch alle zu schlafen. Ihr zieht jetzt durch. Ich will nicht, dass es hier endet. Ich verbiete euch zu schlafen. Gibt's ja wohl nicht. Na, was machst du jetzt, Margo? Ja, du kannst nicht schlafen, dann gehst du lieber Holz sammeln. Das will ich aber auch sehen. TA und sein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Wirklich so. Oh mein Gott, ist das spannend. Ich wollte es nicht so spannend machen. Und Dan ist die ganze Zeit komplett unter Schock. Ey, das gibt es nicht. Wer ist eigentlich der Neue, der dazugekommen ist? Ja, machen wir Funem, oder? Ich gucke hier die ganze Zeit auf das Holzlager, dass die das blöde Holz dahin bringen. Aber es geht hoch. Es geht so weit hoch, dass ich mir zutraue, zu investieren, und zwar in neue Holzfäller. Jedenfalls einen, denn ist er eh am Popo. Hat jetzt jeder eine Aufgabe? Außer Dan? Nee, Dan hat einen Dennis Holzfäller. Das ist blöd. Das wollen wir nicht. Da. Das wollen wir nicht. Funem macht das. Okay. Lebt denn der alte Holzmichel noch, Holzmichel noch, Holzmichel noch? Lebt denn der alte Holzmichel noch, Holzmichel noch? Ja, er lebt noch. Wir haben noch anderthalb Tage zu überleben. Ich verbiete den Leuten zu schlafen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber ich weiß auch nicht, was ich sonst tun soll. Wir erweitern hier, dass die hier weiter Holz hacken können. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Alle Holz hacken. Oh, wir haben schon wieder 34 nur. Bitte, gebt Gas. Ich weiß nicht, ob das hier blöd ist, wenn ich das mache. Achso, das war die Holzfällerhütte. Wollte das hier ausmachen. Ja, das ist extrem blöd. Das machen wir sofort wieder an. Da können wir leider nicht einsparen.
Es ist jetzt alles nicht effizient, was wir machen. Es ist einfach nur mit der Hau-drauf-Taktik irgendwie überleben. Das ist alles, was wir gerade machen. Nichts anderes. Deswegen brauchen wir auch die Steinleute, damit wir hier dann vielleicht gleich noch weitere Holzvorkommen erschließen können. Leider habe ich mir nicht gemerkt, wo Wälder sind. Ich weiß, hier ist noch ein Wald. Sonst weiß ich es leider nicht mehr genau, wo die anderen Wälder sind. Oh mein Gott. Der hat zu wenig Holz vor der Hütte. Das ist tatsächlich der Fall, ja. 29 Holz, 29 Holz, 29 Holz. Dieses Spiel macht mich jetzt schon wahnsinnig. Ich habe gerade wirklich Frostpunk-Vibes. Die ersten Male, wo ich Frostpunk gespielt habe, ist natürlich vom Spielprinzip ein bisschen anders. Ist auch kein Roguelike und so, aber es ist schon ähnlich. Bei Frostpunk habe ich auch viele Anläufe gebraucht, bis ich es raus hatte. Es hat diese Vibes und dieses Mitfiebern, das ist so geil. Und wir sind ja noch nicht mal bei diesen Arzneien, bei den Relikten, bei dem Kupfer, beim Erz. Die Bevölkerung wird noch explodieren später. Da kommt noch so viel. Und wir sind hier an dieser Stelle erst. Boah, das ist spannend und cool. 22 Holz. Unsere ganze Kolonie besteht gerade nur noch aus Holzfällern. Und Stefanie macht das hier richtig gut mit der Ernte. Also Stefanie kümmert sich um die Nahrung und die geht auch nicht runter. Also das ist cool. Stefanie sorgt hier wirklich gut für unser Überleben. Oh mein Gott, dieses Holz macht mich verrückt. Und die Sache ist, jedes Mal, wenn wir so eine Feuerschale setzen, ich könnte jetzt mehrere Feuerschalen setzen, damit die Holzfäller effizienter arbeiten und auch wirklich an ihren Orten arbeiten können. Aber die kosten uns nicht nur Stein, sondern kosten ja auch durchgehend Holz. Ein Vorschlag für mehr Einkommen, wie wäre es mit Brennholzverleih? Ja, ich weiß, dass ich euch verboten habe zu schlafen. Es tut mir echt leid. Die sind alle richtig unzufrieden, weil ich denen Schlafen verbiete. Denn liegt hier auf dem Boden und kauert, hat richtig Panik. Aber es tut mir wirklich leid. Wir haben gerade, wenn das hier schief geht, sind wir alle tot. Wenn dieses Etwas hier, also so eine Dunkelheit mal zu haben nachts, wird viele von uns töten. Aber diese Kacke hier wird über uns rüberrollen und uns komplett niedermetzeln. Wir müssen das so machen. Wir müssen mal unmenschlich sein. Um die Spezies Mensch zu erhalten. Boah, das Spiel ist cool. Muss ich sagen. Bringt richtig viel Spaß. Oh, ich habe auf Pause gemacht. Seht ihr das? Warum ist das da? Ich habe Pause gemacht. Oh mein Gott. Es geht mir eiskalt den Rücken runter. Was tentakelt uns denn da an? Ich mach weiter. Tentakel-Action. Okay, alles gut. Es ist so cool. Wir haben wieder kein Holz, oder? Ich um mein Holz. Jetzt brauche ich mal eure Mithilfe. Wisst ihr noch, wo Holz war? Ich glaube, hier war noch Holz. Hier war, glaube ich, noch Holz. Und hier war, glaube ich, noch richtig viel, oder? Ich glaube, hier war richtig viel. Weiß es aber nicht mehr. Vielleicht wisst ihr es noch. Schreibt es gern rein, wenn ihr es wisst. Aber ich kann es ja doch echt nicht sehen. Weil da ich hier nicht bauen kann, wird hier die Baumgrenze sein. Ich glaube, wir gehen hier rein. Weil da ist hier dieser Pulk an Holzfällern auch nah in der Nähe. Und dieses Licht können wir vom Strom nehmen. Boah,
Boah, also diese Sonnenfinsternis macht mich wirklich fertig. Release the Kraken, ja. So, was haben wir hier? Meine Damen und Herren. Also wenn das nicht Holz ist... Ich erkenne es nur ganz schlecht, aber das ist Holz. So, ihn lasse ich hier nochmal rausgehen und dann schalten wir ihn hier ab. Ja, ja, das ist Holz, was wir hier haben. Rein da, ihr Lieben. Die haben jetzt natürlich einen riesigen Umweg. Wir könnten überlegen, hier noch ein Leuchtfeuer zu bauen, damit die hier oben schneller hochkommen, aber damit wir auch schneller von hier dahin kommen. Ist jetzt kein großer Umweg, aber ein kleinerer. Lohnt sich der fehlende Umweg, die ganze Zeit Holz zu verheizen? Ich habe doch keine Ahnung. Alle gehen auf Holz. Es sieht schon ein bisschen episch aus, oder? Bis auf die beiden, die hacken, und bis auf Stefanie, die sich hier um Getreide kümmert, sind wirklich alle gerade dabei und versuchen, irgendwie gegen anzuheizen. Und das ist so episch irgendwie, finde ich. Oder? Aber reicht das? Oh Gott. Ich habe ihnen verboten zu schlafen. Die würden jetzt alle gerne schlafen gehen, aber die dürfen es nicht. Schlaf würde uns töten. Dan, wie geht's dir? Besser, ne? Dan, ich habe einen coolen neuen Job für dich. Schnapp dir eine Axt und hilf mal mit. Oh, ist das schrecklich. Oh Gott. 30 Holz. Der nächste dreht durch. Bananenpriester verhält sich bizarr. Ist zum Glück ein Steineklopper. Keiner gerade unter Schock. Das ist gut. Das Ritual haben wir nicht einmal genutzt. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben gleich die Sonnenfinsternis überstanden, ihr Lieben. Wir haben gleich die Sonnenfinsternis überstanden. Oh mein Gott, ist das episch. Oh mein Gott, ist das episch. Oh mein Gott! Wir haben eine Errungenschaft erhalten. Überlebe die Sonnenfinsternis. Wir haben es geschafft. Also, das Spiel fängt gerade erst an. Wir sind jetzt gerade an Tag 20. Das ist erst der Anfang. Aber unser erster Run, unsere erste Sonnenfinsternis oder auch meine erste Sonnenfinsternis allgemein, und wir haben sie überlebt. Mit Ach und Krach, das war ganz knapp. Es war ganz knapp, dass wir vielleicht gestorben wären. Aber wir sind nicht gestorben, ihr Lieben. Wir haben es geschafft. Das war richtig, richtig knapp und richtig cool. Was für eine coole Mechanik. Das hat so Angst gemacht. Und das ist, glaube ich, auch das, was man tun muss. Einfach alle auf Holz schicken. Das ist mir viel zu spät erst eingefallen, dass man das ja machen kann. Und so ist es fast schief gegangen. Alter Schwede. Als sich der Nebel um uns herum auflöst, sehen wir endlich das Mondlicht, das die Dunkelheit durchbricht. Die lange Nacht ist zu Ende, aber dort draußen lauern weiterhin furchterregende Geschöpfe. Wir müssen uns auf das Kommende vorbereiten. Ein neuer Morgen wartet. Und wir haben Akt 1 abgeschlossen, ihr Lieben. Akt 1 ist abgeschlossen. Oh mein Gott, das fühlt sich so gut an. Es fühlt sich so belohnend an.
Es fühlt sich einfach so genial an. Und ihr seid auch mit dabei und seid hyped. Denn sagt Gigi, Rot sagt Ahu, GZ, wie sie sagt Gigi, Backstrike sagt GG, Sefiko GG, Moto GG, Scare GG. Sehr, sehr cool. Und ihr alle habt auch überlebt. Das müssen wir dazu sagen. Ihr alle habt das überlebt. Und wie knapp habt ihr das überlebt? Was für ein geiles Spiel. Ich liebe ja solche Spiele. Wie gesagt, Frostpunk. Absolute Frostpunk-Vibes. Auch wenn wir die Sonnenfinsternis überlebt hatten, wurde uns bald klar, dass wir auf dem bisherigen Weg nicht weiterkommen würden. Es reicht nicht, dass wir gerade so unsere Grundbedürfnisse decken. Überleben ist Fortschritt. Stillstand führt ins Verderben. Effekte im Akt. Preis der Effizienz. Sozialintervall für Bedürfniserhöhung minus 20%. Okay, also sie brauchen mehr soziale Kontakte. Offener Geist, spirituelle Entwicklung plus 15%. Wäre ganz gut. Wir haben jetzt noch gar keine Arznei gehabt in unserem Run. Mal sehen, ob wir das hinbekommen. Inspiration, Verbesserungskosten minus 10%. Das ist jetzt interessant, weil wir die Werkstatt freigeschaltet haben. Ein neues Gebäude, womit wir Forschungspunkte generieren. Dann können wir endlich forschen und Verbesserungen anstreben. Das ist cool. Früchte der Arbeit, Bauernhütte, Produktivität plus 20%. Stefanie freut sich. Mehr Output. Und überlegt mal, wir haben ja die ganze Zeit auch noch mit dem Bonus der Samen gespielt. Das war ja irgendwie an Tag 12 oder 13 oder 14, wo wir das hatten. Jetzt sind wir an Tag 20. Rohstoffe für den Aufbau, minus 10% Baukosten. Zweifel. Spiritualitätintervall für Bedürfniserhöhung, minus 10%. Wow. Wow, 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 wow. Das ist unsere Kolonie, ihr Lieben. Und das war's mit dem heutigen Stream mit The Tribe Must Survive. Und ich sage euch jetzt schon mal, diesen Spielstand spielen wir weiter.